Und da bin ich schon wieder. Willkommen zurück zu Hellblade, Senua's Sacrifice. Und ich stelle mal hier um. Und mal gucken. Da ist jetzt sowieso offen. Ich gucke jetzt mal, was sich da drüben verändert hat. Das eine Tor ist ja... Ah, okay. Hier kommen wir gar nicht lang. Gut. Wir müssen also da drüben lang. Mal gucken, was sich jetzt verändert hat. Ob sich durch die veränderte Darstellung der Masken, ob sich da ein Weg ergeben hat, wie wir ins Gebäude kommen oder ob wir irgendwie die Symbolik irgendwie freischalten können. So. Ich gehe mal hier rein. Aber die Maske scheint auch zurückgesetzt worden zu sein. Durchklettern können wir nicht, ne? Ich denke mal, da wird die andere Seite auch so aussehen. Hm. Ich bin schuldig, sagen sie. Ha. Die Tür war sowieso offen. Und hier ist wieder alles blockiert. Oh, Mensch. Die Masken sind aber gleich. Die Masken sind gleich. Also wenn ich die eine Maske zurückstelle... Wir können natürlich mal darauf achten. Die eine Maske guckt nach rechts. Auf den kaputten Steg. Wenn ich jetzt die Maske umstelle... So, alles wieder schön. Aber warum ist die Tür jetzt zu? Warte mal, ich versuche mal einmal komplett außenrum und vielleicht das Schloss zu öffnen. Ich weiß nicht. Wird aber... Ich glaube nicht, dass es geht. Dann müssen wir mal einmal kurz was gucken. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass wir diese Symbole erst auflösen können, wenn wir die richtige Reihenfolge geschafft haben. So, das haut aber auch alles nicht hin. Oder wir müssen das mal Symbol einlösen. Vielleicht geht das ja als erstes. Aber ich sehe hier aber auch nichts. Ich sehe hier kein Pseudo-F. Nicht an dieser Stelle. So, hier sollten wir jetzt heraus. Das soll ja auch einen Grund haben, warum wir die Tür öffnen konnten. Also will das Spiel, dass wir auf jeden Fall hier längs gehen. So, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Jetzt hat sich auch die Maske geändert. Also spielt gar keine Rolle, welche Maske ich bewege. Es bleibt immer das Gleiche. Was passiert, wenn ich jetzt hier das Schloss aufmache? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Mal. Nee, das geht nicht. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear.
Soll doch einen Grund haben, warum wir... Warum wir hier durch die Tür kommen. Aber wenn ich die Masken wieder umstelle, dann sind die Türen zwar offen, aber auch die Seiteneingänge sind... verbarrikadiert. He was the only one she could trust. Could she trust him? Oh, finden wir das? Also ich schätze mal, wir müssen jetzt das Symbol finden als allererstes. Dann können wir nämlich die Fronttür aufmachen und dann kommen wir letztendlich wieder rein. Das wird die Lösung sein. Aber wir müssen erstmal das Symbol finden. Wir müssen erst das Symbol finden, dann können wir die Fronttür aufmachen. Und dann geht das. Aber wo ist hier das Pseudo-F? Oh, warte mal. Der Schatten? Kann es sein, dass es der Schatten ist hier? Ah ja. Aber das sieht doch danach aus. Dann guck dir das mal an da. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. Da, guck das so an. Das sieht doch fast genauso aus. Da. Ah. Ah, siehste. Kabemsel. Ah, siehst du, also müssen wir erstmal alles aufsperren, damit wir überhaupt reinkommen, damit wir hier das Symbol. Damit wir das Symbol überhaupt freischalten können. Und jetzt machen wir gleich erstmal das Tor auf. Und dann stellen wir die Maske um. Und dann können wir durch das Gebäude wieder rein. So, jetzt machen wir den Humpen erstmal auf. Und hier ist natürlich ein Schloss vor. Aber das dürfte eigentlich gleich offen sein, weil wir ja gleich die Masken umstellen. Das können wir eigentlich auch hier oben machen. Ah ne, können wir nicht hier oben machen. Hier ist abgeschlossen. Also nehmen wir die Maske. Dann müsste das Tor nämlich gleich offen sein. Und dann können wir nämlich ins Haus rein, obwohl die Seiten verbarrikadiert sind. Das müsste eigentlich funktionieren. Boah. Odin, nur du mit deinen Prüfungen. So, jetzt haben wir das alles wieder auf bescheiden gestellt. Jetzt müsste eigentlich das Tor offen sein. Zwar auch die äußeren, aber das Tor müsste offen sein. Ah, jetzt sind auch die Ketten weg. Und jetzt geht auch das Tor auf. Ja, hoch. Was geht hier noch? Finde den Weg. Goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Hoth. Kommen wir jetzt hoch? Loki asks him why he wasn't taking part. Hoth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, ach nee, wir müssen wieder umstellen. Wir müssen wieder umstellen. Glaube ich. Wir müssen, glaube ich, wieder umstellen. Wir müssen wieder auf schön umstellen. Aber das bedeutet auch,
Wir müssen mal so kurz überlegen. Ich gehe mal von dieser Seite rein. Es ist ja wurscht, welche Maske ich bewege. So, da kommen wir wieder rein. Tür ist offen. Das Tor ist wieder verschlossen. Aber da oben kommen wir dann auch nicht rein. Nee. Oder? Nee. Aber wie kommen wir denn hier vorne hin, sag mal? Kriegen wir das Tor? Es muss also auf jeden Fall kaputt sein. Da muss alles kaputt sein, damit das Tor da oben offen ist. Aber das bringt uns nichts, weil wir hier gar nicht weiterkommen. Und das Tor muss dann auch offen sein. Damit wir durch die Mitte durchkommen. Wie komme ich da hin? So, jetzt sind die Seiten sind offen. Auch die Mitte ist offen. Die Seiten sind zwar offen, aber die sind ja verbarrikadiert. Also kommen wir jetzt durch die Mitte. Also das ist schon richtig, wie wir es gemacht haben. Hier kommen wir auf jeden Fall rein. Aber was können wir jetzt hier tun, damit wir da oben hinkommen? Weil das Tor ist jetzt auch offen. Hier ist dann nichts irgendwie, ne? Irgendwas, was wir... Oder müssen wir hier irgendwo was machen? Fokussieren vielleicht? Hier kommen wir ja auch nicht weiter. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal. Oh, ach, guck mal, hier, warte mal, guck mal. Kleines Bilderrätsel. Ah, guck mal. Warte mal. Jetzt hier. Da können wir die Treppe sehen. Da ist sie heil. Vielleicht müssen wir das Bild hier richtig sortieren. Ne, warte mal, das muss hier ran. Ein Stück zurück, warte. So, jetzt... Nee. Was passiert jetzt? Nichts. Ah, jetzt aber. Doch. Da habe ich das beim ersten Mal nicht richtig zusammengesetzt. Gut. Meine Güte. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the thing she loves. Da ist Dylan. Und hier geht's weiter. Oh, nö. So, aber erstmal fokussieren. Wupp. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be Nein! Keine Dreifung. But they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force. Years have passed since she left her father. She trained hard,
alongside her friend, Dillian. So, wir gucken erstmal. She saw things no one else could. Gucken erstmal so hier um. Shapes. Soweit wir kommen. Movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Wie viele von den Mistdingern sind hier denn noch? Friendship turned to love. Flatter vielleicht? The shadow of darkness never let her go. Sieht ja so danach aus, aber nee, ist es leider nicht. That of Zimbal and her past. And Dillian. Her future. Two realities. Ich mache erstmal pauschal alles auf, es kann ja nicht schaden. Und hier haben wir ein Symbol offensichtlich. Vielleicht. Mä. Ah, hier. Die Seile. Okay. Speed up. Kannst du mir meine Füße? Das brauchen wir noch so ein komisches S. Ein Pfeil nach oben. Aber ich denke mal, dafür müssen wir vielleicht wieder umstellen. Na, das schauen wir mal. Gucken, ob wir das andere Tor auch aufkriegen. Ah, nee, wahrscheinlich müssen wir da jetzt wieder auf schön stellen. Wie kommen wir darüber? Ach so. Ah, so. So. Fokus. Ach, guck mal, da sehe ich schon. Guck mal. Habt ihr gesehen? Da. Da. Alles gut. Da ist alles gut. Ja, easy ist doch. Aber von der anderen Seite. Von der anderen Seite? Ach, da muss ich das wahrscheinlich erstmal wieder umschalten, damit wir nach unten kommen, ne? Weil das ist nämlich spiegelverkehrt, okay. Gut, dann muss ich das wieder umstellen. Dann stelle ich das erstmal um. Ah, ne. Ah, da ist auch noch eine Brücke. Habe ich denn einen falschen Fehler gemacht? Wir müssen erstmal das umstellen. Das erstmal nach unten. Dann umstellen, dann kommen wir oben lang. Irgendwie so. So, erstmal hier. Und hier haben wir auch gleich das Pfeilsymbol. Wo haben wir denn hier das Pfeilsymbol? Pfeil. Kein Pfeil. He's the reason she's alive at all. Na, guck mal, da könnte, warte. Das könnte der Pfeil sein, aber ich brauche dafür irgendwie noch einen. Das sieht aber auch finster aus, oder? Ein klein wenig. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal da hinten wieder Pfeil aus. Ich brauche dazu noch einen. Brauche dazu noch irgendwie einen Stock. Gut, machen wir aber erstmal unten die. Warte, mich wollte ich hier umstellen. So, und jetzt. Ist die Brücke. Muss auf die Seite. Warte mal. Do you remember meeting him beneath the tree? So, jetzt gehe ich nochmal nach oben. He was the only one she could trust. Da kommen wir aber nicht rüber. Could she trust him? Ach nee, Moment. Ich glaube. Warte mal, ich glaube, wir müssen einmal ringsrum latschen. Weil jetzt ist die Brücke hier ja auch heil, jetzt können wir da ja auch rüber. Alles klar. Dann müssen wir einmal ringsrum und können dahin die Brücke dementsprechend runtersetzen. Ach nee, kommen wir da lang?
Natürlich nicht. Are they? Scheiße. See if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back. But if even one thing refuses, aber hier können wir die Tür aufmachen. Baldur, ach klar, natürlich. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. So, machen wir die Tür auf. Men, beasts, dann können wir nämlich die Brücke wieder wegmachen. Stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. So. Baldur was never my stellen wir hier friend, wieder um. She says. Let hell keep what she has. So, hier wieder rüber. Dann da über den Balkon und da wieder rüber. Upti-dumti-dumti-dum. So, nee, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ja, siehst du, da kommen wir nämlich rüber. Sehr gut. Dann können wir da nämlich die Brücke setzen und vielleicht können wir schon das S aufklären. Weil hier können wir sonst nämlich nicht lang. Aber wir können nämlich hier die Brücke schon mal setzen. So, da haben wir nämlich die Brücke. Hier können wir noch nichts machen, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Gut, dann gehen wir hier rüber, setzen dann die Maske wieder um. So. So, dann können wir mich hier wieder zurück. Und hier das S auflösen. Ja. So, super. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch der Pfeil. Runes, you see runes everywhere. Everywhere. But what if they're not real? What if they don't actually make sense? What if they're a trick? The gods were lying. If you think it makes sense, but really the gods are playing with you. It makes sense in your mind, but it doesn't make sense in the real world. The gods are linked, but it doesn't mean anything. You can't read this language, you don't understand. Zimbel was right. You're wasting time. You're cursed. Slow, quicker. Na, liest gar nicht vor hier. Ach, ist das Ding jetzt ja wieder weg? Oh, naja. Hier kommen wir hier wieder weg. Ja, wir müssen da rumlaufen. Da unten liegen schon Leichen wieder. Oha. So, da sind wir rumgekommen. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Ich brauche einen Pfeil. Den Pfeil haben wir aber erst bekommen. Den Pfeil hatten wir erst bekommen. In die Richtung guckend. Ist hier irgendwie? Hier dürfte eigentlich auch nichts sein, ne? Das Pfeilsymbol wurde auch erst angezeigt, nachdem wir hier wieder umgestellt haben. Haben wir nämlich hier den Pfeil. Aber warte mal, hier. Da, guck mal. Da. Damen. Wieder so ein Schattenspiel. Gut. Aber. Was ich denke, was ich tue. Bin schon weitergekommen als ihr wahrscheinlich. So, und weiter geht's. Vorsichtig, Senua. Vorsicht, Senua. Ja, geh doch darüber. Du musst doch sowieso darüber. Very, very careful. Dillion never much cared for the underworld. And looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father. A chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. Oh, es wird wieder dunkel, dann toll. In Dillion's arms. Learned to see the world through his eyes.
Vorsicht, 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 Vorsicht. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Die Stimmen sind aber auch nervig. Aber sie wird auch unterstützen, sie wird auch unterstützen. So, also gut. Was soll das? Different perspectives. Das kann ja wieder nur eine Verarsche gewesen sein. Senua. Ey, das... Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? They're taking your memories to torture you. They're taking Okay, das war Prüfung Nummer 3. Auf zur Prüfung Nummer 4. Ich bin, wie ich schon sagte, mir nicht ganz sicher, waren das jetzt 4 Prüfungen oder 5 Prüfungen? Hier kommen wir gar nicht lang. Aber 4 von 5 vielleicht. 3 von 5 oder 3 von 4 oder weiß ich nicht. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. So, dann lass mich mal in die Prüfung. Where are we? I don't like it. This place feels... Hier ist es gruselig, es stinkt. Super. Creepy. Na, gruselig kennen wir ja schon zur Genüge. Muss ich hier runter? Tatsächlich. Okay. Igitt. Da müssen wir sicherlich lang. Oh nein, Kriegerprüfung, das klingt nicht gut. Dann brauchen wir was wie ein Schwert oder sowas. Taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. Guck mal, da ist wieder so ein Tor. Hier so ein... But no one else could. She knew something was wrong. Something. Ach, guck mal, siehst du? Sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, Nee, da lang. No one was laughing. The bridge.
And they knew that she was not like them. Quick, get to the house. Ah, wieder so ein. It doesn't finish until you get to the house. You have to get in. Warum muss es erst freigeschaltet werden? Weiß ich nicht. Ich glaube, es muss erst freigeschaltet werden. Up the tower. The tower. How do you get to the tower? Oder hier. The ladder is broken. How do you get up the towers? Find a way. Dillian will disappear soon. Find a way. Up to you. It's a real test. Don't fail. The light is still glowing, but soon it will go out. You haven't failed yet. You mustn't fail. Ach, guck mal, da vorne ist ein Portal. Gut. Gucken wir es mal da durch. Das war doch eben ein Symbol noch dran, oder? Achso, einfach nur so. Eine Möglichkeit gefunden, wo. Ja, Brücke, aber... Ach, guck mal, dahin müssen wir hoch. Ach, da lang. Und dann hier rechts wahrscheinlich. Ah, nee. Nein. Da wieder hoch. Da hinten wird was wieder zurück? Nein. Das kann eigentlich nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Da können wir hoch, aber wir müssen da hinten hin. Aber wie kommen wir denn da hin? Nee. Den Weg übersehen? Das ist auf jeden Fall eine Treppe. Was wir hier. Ach, guck mal, hier kommen wir lang. Oder auch nicht. Nochmal. Ich glaube, wir müssen nochmal durchs Portal durch. Oh. Auch nicht. Doch, hier ist er frei. Oh, Blindfisch. The Northmen speak of a death moon. So. Shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw a death moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhand, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. Ach, hier können wir, glaube ich, die Brücke auflösen. Vielleicht. Ah, ein Stück nach vorne. Ach, jetzt. Ja. So. You passed the trial, get to the house. You succeeded. Ich sag ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Aber ich finde die Rätsel an sich ganz cool gemacht. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Also ich finde das schon sehr, sehr ausgewogen. Manchmal muss man sich ein bisschen, muss man ein bisschen grübeln, ein bisschen gucken. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Aber im Großen und Ganzen, nette Rätsel, muss man schon sagen. Warum auch so Rätsel, wo man so ein bisschen auch so den eigenen Blickwinkel halt eben so
neu definieren muss. Das finde ich schon sehr cool gemacht. Ist da rechts irgendwas? Nee, ne? Außer Leichen. Senua. Was? Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Oh nein. Where is he? Find him. Ich will die Runen nicht finden. Focus. Focus. Delius! They're coming for me! Oh, nee. Kill? Hallo? Steh auf! Oh, wir sind krepiert. Das ist nicht gut. Also da sollten wir nicht lang. Also ich glaube, ich sollte mal lieber sehen, dass ich mich hier verpiesel. Ach Mist. Wieder krepiert. Oh, hoffentlich. Ich habe nur Schiss, dass wir nachher wieder ganz von vorne anfangen müssen. Also sollte das der Fall sein, sollte es tatsächlich der Fall sein, dass wir hier krepieren und ich dann irgendwann mal von vorne anfangen muss, dann, dann starte ich selber das Spiel mal von vorne. Ja, ich bin noch unterwegs. One more? Ich denke, wir müssen zwei. Hier bin ich. Einfach geradeaus, weiter. Na. Hier drüben. Hier wird's wieder hell. Ich hasse sowas. Nein, hier ist eine normale Tür. Na, ja, das war's. Nein, ich will da lang. Da nochmal lang. Boah, ich hasse sowas. Wo soll ich denn hier langsam mal? Da nochmal. I can't find you. Huch. Da wollte ich zwar gerade nicht lang, aber da ist er nochmal. Delian weist uns den Weg. Also wir müssen Delian hinterher. So, okay, einen noch. Und dann nur den ganzen Weg wieder zurück. Dann ist er. Rechts rum. Okay, so und wieder zurück den Weg. Rechts rum, geht nicht, scheiße. Geradeaus. Ist ja irgendwo hinten rechts. Da können wir nicht lang. Mist. Nein. Falscher Weg!
Da müssen wir lang. Ah, das ist das Tor. Tschüssi. Cure for the plug. Oder keine Ahnung, wie sich das ausspricht. Ich krieg Plug. Oh, Alter. Ich kann nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob der Tod auch zählt, den einen Tod. Shano. What happened? They're blaming me for the plague. Oh. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Okay. Das ist interessant. Sie wurde also in ihrem eigenen Stamm verantwortlich gemacht. Und vielleicht waren das gerade die Seelen, die uns verfolgt haben. With drama reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And a sword will lead me to him. Ist wieder auf. Nein. Like when we first met. Einmal außen rumrennen, wa? Na gut, das machen wir noch schnell. Einmal außen rumrennen, schnell das Schwert holen. Und dann geht der Tanz los. Haben wir uns das schon angeguckt hier vorne? Glaub noch nicht. Death for Sigmund and his brothers seems certain. Doch, hatten wir schon. But the king's wife is Sigmund's sister. Das kennen wir schon. She begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agreed. Gut, also haben wir jetzt gleich das Schwert von Odin. Das heißt, da sind wir bewaffnet. Das heißt, es kommt wieder zu kämpfen. Kann ich das Schwert nicht hier lassen? Achso, warte mal, wir müssen gerade vorbeigerannt. Jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt geht. Komm, Senua, hol es dir. Ja. And become a warrior in Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. Zieh es raus. He left it here. He wants me to take it. Zieh es raus. You will pay a price for this. Du wirst einen hohen Preis bezahlen. Nein, ihr werdet bezahlen. Ihr werdet bezahlen. Years later, wenn jemand das Licht anmachen würde. With Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. Everyone suffered. Oh, so my father was not supposed to die like this. Oder sein Vater. Also Dillions Vater. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! Also sein Vater ist gestorben. Und er hat ihn, sie,
Naja. They're coming for you now. Oh nein. Achso, kommen sie jetzt? Gut. Schönes Schwert. So, meine Freunde, jetzt reiß ich euch alles auf. So. Aua. Pling. So, nu. Oh, das war gemein. Good. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Hellblade: Senua's Sacrifice wieder. Macht's gut. Tschüss, und hört mal zu quatschen, wenn ich mich verabschiede. Macht's gut, bis dann. Tschüss.